Grüß Gott, mein Name ist Alexander Peyer. Ich bin seit September 2005 hier in der Ständigen Vertretung tätig. Ich bin jetzt der Pressesprecher hier im Haus geworden, hatte ein sehr spannendes Jahr 2018 hinter mir mit dem EU-Vorsitz Österreichs im Rat. Die Hauptaufgaben von mir sind es, dass ich die österreichischen Mitglieder der Bundesregierung hier in Brüssel bei Ratstreffen betreue. Das bedeutet, also medial betreue. Das bedeutet, ich stelle den Kontakt her zwischen den österreichischen EU-Korrespondenten in Brüssel und den österreichischen Ministerinnen und Ministern, die ca. 80 Mal im Jahr hier in Brüssel an Treffen teilnehmen. Ich glaube, die EU, die spielt überall rein. Wenn ich es jetzt auf mich persönlich runterbreche, ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich früher als Salzburger noch mit den Eltern mit Pass ausgestattet nach Freilassing einkaufen gefahren bin, mit dem, glaube ich, Limit von 100 D-Mark Einkauf pro Tag. Seitdem hat sich doch einiges verändert. Ich habe meine derzeitige Frau, die aus Frankreich kommt, in Salzburg kennengelernt im Erasmus-Jahr. Wir haben zwei Kinder, die hier in Belgien geboren worden sind, die hier in die Europaschule gehen, in Deutsch und Französisch unterrichtet werden. Ich denke, das sind schon Errungenschaften, die man zurückblickend wohl für kaum möglich gehalten hat. Natürlich sehe ich sie sehr effizient. Unser Job ist es ja, dass wir hier alle Ratsarbeitsgruppen, die zur Vorbereitung von Botschaftertreffen und von Ministertreffen stattfinden, dass wir die alle abdecken, dass wir Analysen nach Wien schicken, Berichte nach Wien schicken, von dort Weisungen bekommen, diese Weisungen vortragen, selbst natürlich auch analytisch tätig sind. Und in dieser Hinsicht, glaube ich, sind wir, wenn man unseren Personalstand anschaut, eine sehr, sehr effiziente Vertretungsbehörde. Der Kontakt mit der Heimat, der bleibt natürlich. Gleichzeitig bin ich auch ein richtiger Landmensch, der immer noch gerne zurück nach Österreich kommt, in den Sommerferien, in den Weihnachtsferien, auch einmal im Jahr noch zum Skifahren, im Februar, in den Semesterferien. Die Heimat, die bleibt immer. Und alles, was wir hier besprechen und entscheiden, hat natürlich auch immer massiven Einfluss auf das, was in Österreich passiert. In dieser Hinsicht, der Draht zu Österreich ist noch immer sehr heiß, glühend heiß.